So, hallo, ihr Fratzis. Wir haben uns hier wieder versammelt, um ein Gebet zu sprechen für die Katzen. Da ist schon die eine, die ist wieder an der Kapelle. Ich lasse das mit den Einleitungen, irgendwie ist das scheiße. Heute machen wir mal zwei Vorschläge aus den Kommentaren kochen. Und heute wollen wir einen Burger machen und die Katzen suchen für uns die Zutaten aus. Da fangen wir erstmal mit der Brotauswahl an und mit den anderen Zutaten. Durch unsere Auswahl einmal Rosinenstuten, Graubrot und Körnerbrot. Kampfring ist eröffnet. Tendiert zu Rosinenstuten, aber ja, Merlin hat Rosinenstuten. Aber wir haben ja einen unteren Bun und einen oberen Bun. Ja, wollt ihr noch was anderes als Rosinenstuten oder wer war zuerst dran? Ich glaube, Merlin war zuerst. Ja. Das Graubrot hat gewonnen. Ich glaube, wir werden uns dazu entscheiden, den Rosinenstuten oben zu machen und das Graubrot unten. Ich glaube, das ist besser, weil sonst ist es labbrig. Wir haben die nächste Auswahl und zwar die Zwiebel. Merlin, gehst du mal weg. Die Gurke, Tomate, Pilze. Merlin hat sich die Tomate geschnappt und vorher die Gurke. Aber wie wir uns eh schon gedacht haben, ist alles weg. Eins von Merlin, eins von Mami, dann Gurke und dann Zwiebel. Ja. Wir haben die nächste Auswahl bereitgelegt. Da war ich jetzt verwirrt. Einmal Marmelade auf dem Burger. Das ist natürlich Marmelade, Mayo, Süß-Sauersoße, Barbecue-Soße, Kokoscreme, Schokocreme. Wie ihr gemerkt habt, das sind alles Soßen oder Soßen-ähnliche Sachen. Merlin hat sich die Schokocreme genehmigt und lässt Marmelade nicht an die Kokoscreme. Marmelade ist völlig verwirrt, weiß nicht, was sie machen soll. Und jetzt zur Barbecue-Soße. Oder hat sie es denn geschafft? Merlin hat es geklaut. Aber es zählt trotzdem, ne? Weil sie wollte es haben. Die Süß-Sauersoße hat sie dann bekommen. Sieht nicht so begeistert aus. Ich mag beide. Also ich mag Schokocreme und nicht auf Burger. Barbecue. So, wir haben dann die nächste und letzte Auswahl. Als Special-Zutat Apfel, Nektarine und Kohlrabi. Davon wählen wir aber nur eine aus, ne? Ja. Machen wir es für den Apfel, Merlin für die Nektarine. Apfelwürz, ne? Dann bereiten wir jetzt einfach mal die Zutaten vor und dann geht's ans Braten und Belegen. Hier nochmal unsere ganzen Zutaten in Real Life. In Rosinenstuten. Das Graubrot, die werden wir jeweils in der Hälfte halbieren, so dass wir beide einmal unten Graubrot haben jeweils, einmal das, weil sonst sind die ein bisschen unhandlich und scheiße. Dann haben wir die Zwiebel und die Gurke, dunkle Kakaocreme und die Barbecue-Soße, alles immer schön von Rewe. Apfel als Special-Zutat und als Patty haben wir diese veganen Erbsen-Protein-Patties. Dazu machen wir noch Kartoffeln, das zeigen wir euch nicht. Bis gleich. So, wir haben gerade Kartoffeln in Vierteln geschnitten und die in den Ofen gepackt. Und was wir euch auch nicht vorenthalten wollen, ist, dass die beiden jetzt Happy bekommen und wie die darauf reagieren. Das ist immer sehr lustig, denn es gibt Happy. Wenn die dann essen, machen wir unser Essen. Wir fangen jetzt damit an, das Brot zu braten. Ja, da passiert halt auch nicht viel. Man muss einfach im Grunde darauf warten, bis es so ein bisschen dampft. Von der einen Seite richtig und von der anderen Seite so ein bisschen, dass es ein bisschen krosser ist, aber nicht so kross wie die andere Seite. Ja, ja, so ist das, ne? Bei dir so? Allein hier? Es war... Dann versuche ich die peinliche Situation mit aufmunternder Musik aufzupeppen. Was hätten Sie denn gerne in der Ilja Jukebox? Ist ein süß Fratzi. Miau, miau, miau. Super süß, aber auch ein ziemlicher Fratzi. Meine Kamera stellt einfach nicht scharf. Also von der einen Seite ist es, wie wir sehen, schon sehr, sehr kross und schwarz und braun. Von der anderen Seite noch nicht so ganz.
Ja, an sich sind die aber schon sehr kross geworden. Zu kross sollten die nicht werden, weil sonst hat man kein Brot mehr, sondern einen Keks. Und das will man irgendwie nicht auf dem Burger. Studen in der Pfanne. Das ist eine Installation von Verena. Man kann sie nicht sehr lange besuchen, denn die Studen werden sehr, sehr schnell schwarz. Und das will man natürlich nicht. Deswegen ist das eine Installation, die nur sehr kurzfristig besucht werden kann. Ober- und Unterseite von unseren Burger Buns drapiere ich schon mal hier auf den Teller. Dann können wir sie gleich nämlich besser belegen und weiter geht's mit den Zwiebeln. Wir haben hier einmal die Zwiebeln, die wir einmal anbraten. Zusätzlich legen wir aber auch noch ein paar frische Zwiebelringe drauf. Ne? Wir karamellisieren die auch so ein bisschen Zucker. Warum sind wir da so dick? Weil unsere Katzen Schokocreme ausnehmen. Ja, ja, die Katzen sind immer schuld. Ah, Kochvideos ist immer eine mega Idee, finde ich. Weil da schaut man jemand zu, wie jemand kocht. Leute, wenn das nicht geschnitten wäre, dann würde das in etwa so aussehen. Und bei dir so? Ja, bei mir auch. Erste Date-Ziele. Wie heißt das auf Englisch? First Date Goals. Das ist komisch, weil Goal ja auch Tor ist. Tore. Mysterium der englischen Sprache. Wir machen übrigens keinen Podcast, denn... Ich habe keine Lust zu reden. Dabei könntest du das sehr gut, aber irgendwie machst du es nicht, wenn irgendwas läuft. Sei es auch eine Sprachaufnahme. Selber. Wenn sie mal... Ich kann nur nicht reden, wenn andere Menschen im Raum sind. Das ist viel besser. Ja, Kochvideos, ne? Mega. Aber ich glaube, die Zwiebeln sind jetzt fertig. Wir können noch einen Trick machen, den habe ich letztens gemacht. Und zwar hatte ich hier noch Panko-Mehl und da habe ich die einfach so ein bisschen mit versetzt. Und dann hat man im Grunde geröstete Zwiebeln. Warum mache ich das immer so? Weil du denkst, dass du nicht reden darfst, aber das stimmt nicht. So läuft das nämlich im Haushalt. Minke, Frau kocht und der Mann redet irgendeinen Bullshit. Immer, jeden Tag. Hören Sie mal, als ob ich mehr rede als du. Ich hoffe, das ist Paprika edelsüß und nicht gut. Weil die Dame mag kein Schaf. Zwiebeln fertig. Bei den Burger Patties kann man jetzt im Grunde nicht so viel falsch machen. Die kommen halt aus der Tiefkultur, daher müssen die im Grunde einfach nur auftauen. Wenn die aufgetaut sind, sind sie sehr labbrig, deswegen muss man die nur so braten, bis sie fest sind. Muss halt einfach nur dabei stehen und nicht denken, irgendwie, man könnte nebenher noch irgendwas tun, was ich halt manchmal mache. Und deswegen verbrennst du und dann... Wir sehen uns gleich wieder in der Werbepause. Merlin und Marmelade, Merlin und Marmelade. Wir sind zwei Katzen und haben einen Instagram-Account. Das sind zwar jetzt nur die zwei Plüsch-Merlin und Marmelades, weil ich die echt irgendwie nicht finde. Ah doch, da. Wird scharf. Wird scharf. Da. Merlin. Ich habe keine Ahnung, wo die andere ist. Deswegen. Oh, ich falle um. Da ist die andere. Die sitzen halt nicht zusammen, deswegen ist das doof. Aber die haben halt trotzdem zusammen einen Kanal auf Instagram. Geht da hin, wenn ihr das gucken wollt. Merlin und Marmelade. Merlin und Marmelade. Wir haben einen Instagram-Kanal. Das war die Werbung. So, die Burger Patties sind auch fertig. Jetzt braten wir noch die Apfelscheiben. Wie sehr willst du sie denn durchhaben? Sehr durch? Ein bisschen durch. Also Medium. Medium Äpfel. Ja, Kochvideos, ne? Also oft kann ich den Gag nicht mehr bringen. Jedes Mal jetzt reinschneidest, dass du sagst, Kochvideos. Jetzt also würde ich mich über Kochvideos lustig machen, weil ich bei Freddy Kochvideos gemacht habe. Aber eigentlich war das nicht meine Intention. Weißt du, was mir auffällt, dass mir gerade hinter der Kamera das Reden leichter fällt. Vielleicht geht es hier auch so. Ja, weil man mein Gesicht nicht sieht, wenn ich komisch rede. Ha, halt mal.
Und deshalb besser kann. Aber du kannst jetzt reden, ne? Sauber. Man hört dich zwar jetzt nicht so gut, weil ich nur ein Ansteckmikro habe, aber ich kann dir das so rüberreichen. Nee. Warum? Weil das, ist doch jetzt, das Mikro jetzt vor mir ist. Aber tu so, als wäre es nicht da. Ich sehe es aber. Außen brennen die Äpfel gerade an, während wir reden. Ja, das ist natürlich. Ja, okay. Wir haben ja noch Kartoffeln drin. Ups. Ach so, lol. Äpfel sind auch fertig. So, also wir haben jetzt alles fertig gebraten. Dann legen wir jetzt die Burger. Anfangen werden wir jetzt mit der Soße. Ich mach's recht dünn, weil sonst wird's ein bisschen eklig, glaube ich. Und dann mache ich im gleichen Zuge direkt oben die Barbecue-Soße drauf. Böses Kind. Böses Kind. Geile Kindheit. Verschmier ich jetzt mal mit dem Löffel. Dann fangen wir mal an zu belegen. Ich glaube, ich fange mit den Gurken an. Gurke und Schokocreme auch seltsam, ne? Mach jetzt die Zwiebeln da drauf. Die gebratenen nehme ich. Dann machen wir das Patty drauf. Dann nehmen wir unsere angebratenen Apfelscheiben und dann unsere frischen Zwiebelringe. Ja, und dann legen wir im Grunde einfach nur unsere mit Barbecue-Soße bestrichene angebratene Rosinenstudio drauf. Also sehr kross hier. Weil wir hier noch ein bisschen Zwiebelringe über haben, drapiere ich das einfach so ein bisschen hier auf den Teller. Und da wir eben vergessen haben, unsere Kartoffeln anzumachen, die zwar im Ofen drin sind, und jetzt einfach unvorgeheizt da vor sich hin dümpeln, warten wir auf die Kartoffeln, legen die Kartoffeln dann auf den Teller und dann sehen wir uns gleich wieder nach der Werbung. Merlin und Marmelade, sie haben Burger für uns ausgewählt. Besucht uns auf unserem Instagram-Kanal. Bitte. Bitte. Merlin und Marmelade, Merlin und Marmelade. Hallo, hallo. Ich hab gedacht, du fängst an. Hallo, hallo. So, wir sind fertig. Die Kartoffeln sind auf den Tellern und wir haben hier noch so süße kleine Katzenohren gemacht, damit es der Katzenburger ist, keine Ahnung. Und jetzt werden wir einfach ein bisschen probieren und essen. Ihr dürft uns dabei zuschauen, weil das macht man so auf YouTube. Ich weiß auch nicht, was das soll. Einfach ist anders. Aber lecker. Schokocreme schmeckt man gar nicht, oder? Ist die schon geschmeckt? Mhm. Die Schokocreme ist wirklich am dezentesten, habe ich aber auch sehr dünn drauf gemacht. Hast du jetzt eine Rosinenstute einfach oben drauf, das merkt man null. Apfel ist ganz gut. Was wir letztes Mal gemacht haben, ist, wir haben mehr Brot gemacht, als nötig war. Jetzt haben wir die in Hälfte geschnitten. Und ich glaube, das war eine gute Idee, weil wir haben so ein ganz kleines Stückchen Brot über. Und das ist schwierig, das zu essen, wenn man mehr hat. Es ist nicht so schlimm, wenn das irgendwie durch die Gegend rutscht. Das ist, wie erwartet, sehr lecker. Aber sehr schwierig mit der Hand zu essen. Ein Tipp, wenn ihr das nachmachen wollt, macht das Brot immer ein bisschen größer als den Rest. Die werden wir jeweils in der Hälfte halbieren, weil sonst sind die ein bisschen unhandlich und scheiße. Mit dem Brot kann man das dann umschließen. Ich fühle mich jetzt vom Essen des Burgers schon so dreckig, dass ich gleich duschen gehen muss. Das heißt, er ist gut. Wow. Gar nicht wissen, wie eklig es aussieht, wenn ich meinen ganzen Mund aufhalten muss, um zu schieben. Jetzt habe ich schon den Burger verputzt, ohne irgendwas von den Kartoffeln genascht zu haben. Die sind auch gut, besonders mit der veganen Mayo. Damit entlasse ich euch jetzt in die weitere YouTube-Welt oder so. Wenn es euch gefallen hat, liked, abonniert, besucht Merlin Marmelade auf Instagram. Vielleicht auch meinen Kanal auf Instagram. Schaut auch die anderen Videos. Schreibt in die Kommentare, was wir noch machen wollen, wenn ihr eh halt schon geguckt habt. Ist ja nicht so viel. Tipps, Anregungen, alles dalassen, Liebe und so. Jetzt ist mein Mund leer und ich muss dringend meine Hände waschen. Also, tschüss. Und fertig, ist mein Mund leer. Alles andersrum. Yeah.